So, es geht weiter mit meinem Let's Play und wir sind in der sechsten Welt im ersten Level und wir haben 19 Leben. Juhu. Und, wir verlieren gleich die Blume. Naja, hier sind Kanonenkugeln. Noch mehr Kanonenkugeln. Drehende Kanonen, die Kanonenkugeln abfeuern und, was muss ich hier machen? Ja, genau, dachte ich mir. Ich kann hier entlang hangeln und falle nicht drunter. Dafür bin ich etwas langsamer und kann nicht so hoch springen. Und hier ist auch schon die erste Münze. Die erste Sternmünze. Und die holen wir uns auch gleich mal. Und wir gehen hier nach oben. Denn hier oben ist bestimmt was Tolles. Oder doch nicht? Oder nur eine Blume. Naja, besser als nichts. Und die zweite Sternmünze habe ich auch schon gesehen, denn sie ist hier oben. Zwei gefunden, fehlt uns noch eine. Und eine Schildkröte. Fliegende Schildkröte. Noch mehr fliegende Schildkröten. Und wir weichen allen aus und dort oben ist wahrscheinlich die letzte Münze, oder? Oder? Brauche einen Mini-Pilz, um die letzte Münze zu bekommen? Naja, ich gehe mal zurück. Denn ohne Mini-Pilz bringt es uns ja nichts. So. Immer weiter entlang hangeln. Und. Ah, da ist ja die dritte Münze. Ah, ich dachte schon, man braucht einen Mini-Pilz, aber naja, umso besser. Und damit ist das erste Level schon vorbei. Und wir gehen gleich ins nächste Level. Und nach diesem Level ist schon wieder der Zwischengegner, also Mini-Bowser. Und hier Wasser. Hier, das Wasser steigt, okay. Das ist nicht so gut. Oder doch, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal in die Röhre rein. Oh. So. Nach unten und alle Münzen einsammeln. Ah, nein, ich schaffe nicht alle. Naja, egal. Bis jetzt ist das Level etwas seltsam. Es steigt ja nur das Wasser rauf und runter und richtig schwere Gegner kommen gar nicht. Aber kann ja auch recht sein so. Vielleicht ist hier unten irgendwo die Münze. Nein. Wie es aussieht, doch nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Seltsam. Gehen wir hier mal rein. Und nach oben. Und hier ist wieder eine Plattform. Juhu. Hier müsste aber doch die Münze sein. Oder zumindest eine. Ah. 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 Wieso treffe ich die Teile nicht? So, geht doch. Geht doch. Schön viele Blöcke treffen und Münzen dann durchbekommen. Ja. Wie lange dauert das jetzt noch? Wahrscheinlich war das jetzt das ganze Level oder was? Nein, so ist vorbei. Und wehe, da kommt keine Sternmünze. Wehe. Keine Sternmünze? Hä? Seltsam? Hä? Naja, okay. Keine Lust zurückzugehen. Ich gehe einfach mal weiter.
Da ist eine Sternmünze, sehr schön. Aber das ist wohl bestimmt nicht die erste. Das kann unmöglich die erste sein. Oder doch? Das ist die letzte. Und ich habe einen Stern. Ja. Einfach weiterlaufen. Ja. Zack, zack. Ich glaube, das Level ist bald zu Ende. Ja. Wir haben das Ende erreicht. War jetzt erstaunlich einfach. Dafür, dass es schon die sechste Welt ist, war es doch sehr einfach. Aber vielleicht sind dafür die Münzen sehr gut versteckt, oder? Ich bin einfach nur blind und habe sie nicht gesehen. Ah ja, gehen wir zu Mini Bowser. Und was erwartet uns hier? Wieder diese Stachelsperrdinger da. Diesmal kommen sie nicht von oben und von unten, sondern von der Seite. Und hier bücken, so ist gut. Nach oben. Okay, nach oben. Ah, dort ist die erste Münze, die holen wir uns. Ah, wir können sie uns gar nicht holen. Ah. Naja, egal. Dafür holen wir uns hier die Ersatzblume. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Los, spring, spring, spring! Ja, naja, verdammt, eigentlich ist das nicht so gut gelaufen, denn ich habe die Rose verloren. Aber ich mache weiter. Die Rose. Es ist gar keine Rose. Die Feuerblume. Aber ich habe ja noch einen Ersatz. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay, jetzt muss ich mich noch mal beeilen. Spring, 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 spring. Und die Münze. Und zuerst hier abwarten. Jetzt hole ich sie mir. Okay, die zweite war jetzt viel einfacher als die erste. Und die dritte ist wahrscheinlich hier oben. Aber ich komme nicht dahin. Moment, ich versuche es nochmal. So, 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 rauf, 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 rauf. Ah. Nein. So geht es auch nicht. Okay, noch einmal versuchen. Rauf, rauf. Nein, geht nicht. Okay, dann gehen wir einfach zum Boss. Ah, vielleicht brauche ich den Mini-Pilz, denn damit kann ich ja höher springen als mit. Also, als mit. Also ohne, ohne Mini-Pilz. Na. So, war auch nicht so schwer. Und er haut natürlich wieder ab, der kleine Feigling. Eins, zwei, drei. Was, noch ein? Noch ein Turm? Okay. Erstmal abspeichern. Die Welt ist doch etwas größer als gedacht. Naja. Ich hole mir erst einmal wieder die Feuerblume. Und weiche diesen Feuerball da aus. Und hol mir eine Ersatzfeuerblume. Aber zuerst töte ich dieses Teil da. So ist gut. Gut, gut, gut. Kann ich hier runter? Nein. Hier runter? Auch nicht. Die erste Sternmünze holen wir uns. Ja. Sehr gut. Oh, der erste Screen wächst seit langem. So, jetzt will ich aber alle roten Münzen. Und ich bekomme sie. Ja, Level Up. Leben. Screenwechsel. So, und wieder oben. Dieser Feuerblume aus. Diesem Feuerball ausweichen. Schauen, ob ich hier rein kann. Nein, kann ich nicht. Hier, ja. Oh. Da hatte ich mal Glück. Da ist schon die zweite Münze. Und hier in die linke Röhre gehe ich nicht, denn das sind nur ein paar Münzen, sondern ich gehe jetzt wieder. Rauf.
drauf. Aber in dieser Röhre könnte noch etwas sein. Soll ich es mal anschauen? Ja, ich mache einfach mal. Nein, geht nicht. In dieser war es dann diese. Mal schauen. Auch nicht. Diese. Auch nicht. Hä? Diese. Diese. Was soll das? Dann bleibt ja nur noch diese übrig.